Muss er, wenn man so reingehen, aber ich meine, hier gab es so nichts. Sieht sehr schön aus. Fertig. Wie es dann auf einmal auch auf der anderen Seite stand. Ja. Auch nicht. So, hier. Realistisch. Hier. Sind wir hier in einem Zugabteil-Waggon tatsächlich. Ich raste aus. Bahnhof. Ich fürchte, wir müssen echt den Zug nehmen. Ja, und zwar ganz hinten einsteigen. Ich glaube, wir müssen noch komplett vorne aussteigen. Angstsetzer, sie sind mit Kisten bestückt. Kiste. Einmal fährt der Zug. Yay! Können wir sogar tatsächlich eigentlich bin ich mal froh, die Scheißdinger zu bekommen. Das ist übrigens das erste Mal. Das betraten Heilkräuter. Achso, Kiste. Kiste. Bonbon. Was? Nein, daneben. Brech mich nicht an. Noch eine Kiste. Bonbon ist zu viel. Rushen jetzt hier durch. Und steht der Zug? Na klar, steht er. Und zur kleinen Bewunderung, dort steht er ebenfalls. Also im Grunde genommen sind wir einfach nur ein kleines Stück weiter. Mhm. Eine Station. Für mehr hat die Fahrkarte nicht gereicht. Wishes. Wishes. Wishes! Lauf doch mal einmal. Huch. Ente! Oh nein. Da ist der Weg, um weiterzukommen. So. Weg da. Blauhelm Ende. Nee, da geht's nur zurück. Die UN-Ente. Die UN-Ente. Ha! Oh Gott. VIP. Hey, junger Mann. Genau. Man sagt, du seist der legendäre Mana-Ritter, stimmt das? Ja. Wer dir jetzt ein Teste möchte. Ja, auf jeden Fall ist es ein schönes Schwert, das du da hast. Gib's mir. Gib's mir, ja! Genau. Gib's ihm. Warum ihm? Es ist eine Wieso Frau. Wieso ihm? Es ist eine Frau, das sieht man doch. Also, dass ihr keine Frauen seid, Jungs, das ist ja mal klar. Ihr komischen Gesichter mit Beinen. Ja. Und Armen, die aus den Ohren wachsen. Obwohl, der Spruch, gib's ihr ein schönes Schwert, wenn man es damals so bezeichnet hat. Ja. Ich denke wieder eindeutig zweideutig. Na klar. Jetzt seid still. Nach Thrillboy haben wir jetzt einen neuen Roboter. Wir nennen ihn einfach nur Kilbroy. Darf ich vorstellen? Oh, der Blecheimer. Der Blecheimer, dieses Mal in der zensierten Fassung. Gesundheit. Ja, zensiert warum? Ganz einfach. In der, ich glaube, amerikanischen Fassung ist er unzensiert. Oder zumindest in der japanischen Version.
Da hat der Gute nämlich nichts, zwei Hämmerchen. Oh Gott, nein. Wieso treffe ich nicht? Weil er einen Energieschild hat. Achso. Wow. Ja. Normalerweise hätte er nämlich nicht diese... Warum bist du schon wieder bewusstlos? Normalerweise hätte er nämlich so ein, ich glaube, ein Kreisel zum Bohrer als anstatt dieses Rades und hat eine Kettensäge statt der Hammer. Yay. So, Kilroy. Deswegen auch Kilroy. Was sagst du jetzt? Nicht viel. Weiter geht's, sagst du jetzt. Bogen ab! Nein, dieser Junge ist tatsächlich... Oh, der ist der Mana-Ritter. So ein Mist. Ich hätte ihn nicht unterschätzen sollen. Lasst uns abhauen, Jungs! Ja, mein Schwert ist stark. Genau. Mir das auch noch passt. Ja. Und den ganzen Weg haben wir jetzt eigentlich nur gemacht, um hier zu landen. Hm? Warum wollen wir hier landen? Man weiß es nicht. Ich höre ein Handygebimmel. Ja, das bin ich. Entschuldigung. Ich bin mal wieder ganz wichtig heute. So, aber jetzt. Guck mal, diese blöden Handys. Ja, nerven sie auch. Bist du jetzt mal bald tot? Komische Stahlkrause. Danke. Hä? Sag das, aber wir müssen einen anderen Weg finden. Du musst drücken. Achso. Hä, wo müssen wir denn hin? Verdammter Scheibenkleister. Opa, gib uns mal einen Tipp. Oder Viktor. Vielen Dank. Dank euch, bla bla bla. Haben wir zur Dämonenfestung gefunden. Ja. Noch wissen, wo es weitergeht, ne? Viktor, kannst du mal wieder nicht helfen? Das vielleicht, wenn wir weiter mit dir quatschen, dann, nö. Oh Gott. Und du willst der beste Krieger aus Taniska sein? Ich wünsche, dass du bist ein... Oh, ein Hohlbohrer. Ein Nichtskönner. Ein Dummschwätzer. Dumpfbacke. Ich meine. Gehen wir mal hier. Hundi? Ich brenne! Ich bin Feuerholz! Todesengel! Devim, oh nein! Gibt's hier was? Nein. Genau. Meine Meinung zu diesen Schwertern. Nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher... Achso, ja, warte mal, wer war das? Elektro? Elektro-Fischo.
Ja. Das mit Froster. So, Froster ist für alle da. Mhm. Ein Geräusch ertönt. Dieses Buch ist übrigens auch ziemlich lustig. Ich glaube, das ist aber auch hier zensiert. Denn, lass das mal so ein bisschen da bleiben. Nee, schade. Weil, sagen wir es mal so, dieses Buch kann ziemlich schmutzig sein. Oh, manchmal, okay. Manchmal öffnet das einfach nur, eine erotische Seite. So, hier sieht's nach Feuer aus. Ah, Schwerter. Dönse. Mach gleich mal Flamara. Okay, das war's nicht. Flamara. Okay, das ist... Warte mal. Rocky. Ach, stimmt, ja. Dein Tempel sah ja auch so aus. Kummerklingel, Zauber verschwindet. Müssen wir die Bücher eigentlich besiegen, nö, ne? Nö. Ups. Weiter Weg für Weg. Hä, was bist du denn für eine Kröte? Schiege. Nur der Sherlock. Sherlock. Ich liebe Schildkröten. Im Topf oder echt jetzt? Echt jetzt. Ich glaube, du hast eine, ne? Nein, leider nicht. No. Nur ganz viele Stofftierchen. Chili. Ja, ich liebe Schildkröten. Ich bin Schildkröten-Fan. Vielleicht müssen wir das Buch doch anzünden. Oh, anzünden? Da kenne ich das perfekte Mittel. Oh, das ist schon fies, ne? Ja, das ist fies. Aber es macht immer wieder Spaß. Wishes, du... Du Trotteltier auf zwei Beinen. Ja, dann war da aber eben... Ne, okay, geht nicht. Hä? Wo zum Kuckuck geht's hier weiter? Ich habe eine kleine Vermutung und eine Idee. Da das hier nicht weiterführt, gehen wir doch mal die Treppen hoch. Oh, ist du dummes Dusseltier. Ich hasse ihn. Oh, das darf doch nicht mal sein. Wir haben schon den richtigen Namen, glaube ich, ausgewählt. Hm. Wow. Wishes, komm her jetzt. Da. Bei Fuß. Und lass dich nicht immer vom fremden Hühnchen anzünden. Ist er schlimm mit dir?